Ansonsten muss man sagen, dieser Wahlkampf, er hat einen ja ein bisschen unterfordert, oder? Als Bürger, oder? Und als Wähler, es unterfordert einen doch. Ich finde diese Plakate schon so affig, oder? Alle 2 Meter, die gleiche Hackfresse, 10-mal hintereinander. Was denkt er sich? Ich fahre 9-mal vorbei und denke, den nehme ich nicht. Und beim 10. Mal sage ich, ah doch, jetzt dann doch, oder? Also wenn er 10 Plakate hätte, bitte euch schon. Wird doch immer verrückter, man fühlt sich so unterfordert, ja auch bei diesem TV-Duell, ja, wenn Merkel gesagt hat, ich habe keine Ahnung, kam der Steinbrück hinten vor und sagte, das hat sie von mir. Auf dem Niveau sind wir angekommen, Freunde, wir müssen mal wieder Themen anpacken, die liegen doch auf der Straße, der Flughafen Berlin bis heute nicht fertig, jetzt soll er teilweise eröffnet werden, was soll das heißen, teilweise eröffnet, das Gepäck fliegt in Urlaub und wir bleiben daheim oder was? Und dann heißt es immer, wir haben noch die Wahl, da sage ich ja, wo haben wir denn? Wir haben die Wahl noch zwischen 100.000 verschiedenen Produkten, das ist uns geblieben. Die freie Auswahl zwischen 100 verschiedenen Erdbeermarmeladen im Regal und in keinem einzigen Glas sind noch Erdbeeren drin. Das ist die Wahl, die uns geblieben ist. Ja? Und wir haben die Wahl zwischen 1.000 verschiedenen Fernsehprogrammen und jedem läuft der gleiche öde, gleichgemachte Dreck. Man möchte vor dem Fernseher kotzen, aber das machen die im Fernsehen schon. Ja, weil es bleiben Fragen. Wenn dieses Land so erfolgreich ist, dann frage ich mich, warum stehen dann trotzdem tagtäglich Zehntausende bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen? Wie kann das sein? Und dann frage ich mich, ist Armut vielleicht gewollt? Weil sie den mündigen Bürger zum Bittsteller degradiert, weil er dadurch leichter regierbar wird? Und ist vielleicht Arbeitslosigkeit gewollt, weil es dann immer einen gibt, der die gleiche Arbeit für noch weniger Rechte und noch weniger Geld erledigt?